wir haben jetzt heute schon gearbeitet, wir sind jetzt schon ein paar Tage gearbeitet. Haben es aber irgendwie verpeilt, ein Video aufzunehmen. Wir müssen so Wood stapeln, also so Holz sortieren. Ich kann euch das im Prinzip mal kurz zeigen, was wir machen müssen. Und die Kühe melken. Gestern sind schon zwei Kühe weg. Dann gab es eine Verfolgungsjagd. Dann hier haben wir bis jetzt schon ein bisschen Holz gesteckt. Und jetzt fahren wir uns heute Sonntag, deswegen müssen wir uns heute nur 2 Stunden arbeiten und haben jetzt Zeit, auf den Markt zu gehen. Ja, und sonst schaffen wir es vielleicht die nächsten Tage mal, das Alpaka zu filmen und den süßen Hund und die Schafe. Und die Pferde. Vielleicht machen wir auch wieder ein Vlog-Day hier, weil der letzte ja so gut ankam, mit irgendwie 700 Klicks oder so. Was ist da los? Aber ja, wir hätten jetzt nicht Start. Jo, wir waren jetzt schon auf dem Markt, dauert ungefähr 2 Minuten. Also ja. Ist wirklich nur so ein Mini, weil auch der Ort ein bisschen kleiner. Aber dafür haben wir was ganz Besonderes gefunden. Und zwar Brezeln! Hier gibt es ein German Master Bakery und die verkaufen auch Käsekuchen und Laugenstangen und alles. Und wir haben uns jetzt ein Brezel gegönnt und essen die jetzt und sind glücklich. Ich freue mich tierisch drauf. Ja, ich auch. Brezeln! Jetzt gerade auf dem Weg zu dem Hügel. Ja, also hier ist ein Hügel neben dem Grundstück und wir laufen da jetzt hoch. Sollte eine halbe Stunde dauern. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen zu weit gelaufen. Schafe rennen die ganze Zeit von uns weg. Ist fresh. Jo, ist ready. Ja. Gehen wir jetzt hoch. Sind voll weird aus. Wir haben Alpaka. Hey Lucy, what up? Hey Maggie, sag mal hallo. Hä? Huh? Oh. Yo, die haben hier sogar Schweine. Also, ich weiß nicht, was sie mit denen machen. Ich denke eigentlich nicht, dass sie die schlachten. Dafür sind es zu wenig. Ich habe einfach nur die züchten, die weil sie es cool finden und einfach so farmen wollen. Ja, und da hinten sind noch Schafe. Und wir versuchen einfach mal alle Tiere auf Video zu bekommen und sie euch zu zeigen, wie halt so ein Wuff-Tag eben ist. Ich zeige euch nochmal kurz, die Schweine machen Schweinselfie. Okay, und dann lasse ich jetzt mal jetzt da vorne wieder das Tor auf, dann essen wir was. Und ja, ihr habt gerade das Fachgesimpel gesehen, ihr seht das bald, das wir geschnitten haben, beziehungsweise gedreht haben. Dass wir geschnitten ja auch ein bisschen. Aber ja. Und ja, ich würde sagen, dann macht jetzt erstmal gut. Bis zum nächsten Take. Hey Leute, wir müssen jetzt die Kühe füttern. Beziehungsweise ihnen Milch geben. Und hier ist mal wieder Jessica. Sie heißt Jessica. Jessica will auch Milch. Und ja. Gestern sind uns schon Kühe abgehauen, deswegen müssen wir jetzt hier alles zumachen. Ja, vielleicht, wo ist das Kalb? Das mache ich jetzt mal schnell. Wo ist das Kalb? Also da ist auf jeden Fall ein Kalb, vielleicht seht ihr es, vielleicht erkennt ihr es. Wahrscheinlich eher nicht. Hey, aber wo ist das Kalb, das wir füttern? Das müssen wir jetzt suchen und wenn wir es haben, dann melden wir uns und dann füttern wir es. Okay, also die sitzt irgendwie tatsächlich nicht in ihrem Stall. Ich laufe jetzt mal da rein und gucke, ob sie vielleicht hier ist. Die Lucy. Die ist, glaube ich, Lucy. Hey Lucy! Ich weiß nicht, die haben hier so viele Kühe oder ein paar Kühe, schwer da den Namen zu behalten. Und jetzt gucke ich mal hier rein. Aber ich sehe nur die andere Kuh. Die haben normalerweise 2 Kälber. Das. Und ja, ich glaube, Robin hat was. Ich laufe da jetzt mal hin. Geschafft! Jetzt muss ich das nur managen. Jetzt wollte eine zweite Kuh auch noch auch Milch oder so. Oder zumindest hat sie gestresst. Jetzt kriegt sie Milch. Ist ungefähr 32 Grad warm oder so.
Sie trinkt jetzt ein bisschen. Und dann haben wir unseren Job sogar für heute schon erledigt. Ja. Also das war's jetzt mit Mike und Pam. War ganz schön, die zwei waren super nett, Arbeit war toll, hat uns gefallen. Ja, was soll man groß sagen? Sie haben uns freundlicherweise an ihre Freunde vermittelt. Da gehen wir jetzt dann hin. Jo, und dann an andere Freunde, da gehen wir danach hin. Also wir sind jetzt so richtig cool in so einem Netzwerk von Roofing-Leuten. Ja, und das seht ihr dann alles. Wird ziemlich weit. Im neuen Vlog. Ciao!